Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Autograu, Jacke grau, Himmelgrau. Leider wie immer, wenn uns das Autohaus Bauer in Stockach ein Auto ausleiht, ist das Wetter so mittelmäßig. Wir erwischen gerade eine Regenpause. Ich begrüße euch herzlich zum Test des Hyundai Ioniq 5. Den Hyundai Ioniq 5 gibt es ab 41.000 Euro, glaube ich, ungefähr. In dieser Ausstattung kostet er 45.000, hat eine Batteriekapazität von 72 Kilowattstunden. Mein allererster Eindruck, als ich kam, irgendwie hat es mich an Zurück in die Zukunft erinnert. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, an einer Stelle zieht der Professor so eine Brille auf und diese Front mutete mir sehr, sehr futuristisch an. Auch beim Einsteigen sehr sauber aufgeräumt, viel Platz, auch für die Füße. Ich habe sofort gedacht, das ist ein Auto, was nicht versucht, ein Verbrenner zu sein. Man muss zugeben, ich bin noch nie in meinem Leben einen Hyundai gefahren. Also wenn jetzt die Hyundai-Fahrer sagen, ne, die sehen alle so aus, dann tut es mir leid. Da kann ich natürlich nicht mithalten. Also das Einsteigen ist schon eine kleine Besonderheit. Da würde ich jetzt als Model 3-Fahrer drauf drücken, ist aber falsch. Hier drücke ich drauf. Ihr seht, wahnsinnig viel Platz in diesem Auto. Das wird heute übrigens wieder so ein Corona-Schnelltest. Also wir haben nicht viel Zeit. Was man gleich sehen kann hinten, und das hatte ich jetzt noch nie bei einem Auto, was wir getestet haben, glaube ich, verstellbare Rücksitze, sowohl von der Lehne als auch, man kann sie auch noch ein bisschen vor- und zurückfahren. Hier kann man nach vorne und hinten verschieben und hier kann man noch in anderen Stufen den Rücksitz arretieren. Das ist schon mal eine Besonderheit. Außerdem auch insgesamt, finde ich, sieht das Auto schon mal besonders aus. Machen wir doch mal gleich den E-Piano-Test und gucken mal, wie es hinten aussieht. Aha, okay, gefunden. Sieht auf den ersten Blick geräumig aus. Die berühmten 22 cm Hände an der engen Stelle. 88 plus 7, 95 cm. Die Einstiegshöhe, die kriege ich gar nicht mehr dargestellt mit dieser Methode, glaube ich. Das sind ungefähr 70 cm. 7, 8, 196. Es fängt an zu regnen. 5 Leute passen da auch ohne weiteres rein. Wie wär's, wir steigen um zum Oscar-Test. Denn natürlich ist mal wieder mein Sohn Oscar dabei. 1,93, 19 Jahre, und er steigt mal ein und sagt mir, wie er es da findet. Und weil es regnet, steige ich gleich mit ein. Ja, Oscar, wie sieht es denn hier aus? Ich war jetzt direkt mal sehr überrascht. Also ich finde sowieso, dass das Auto mega die nice Größe hat. Und ich habe, also ich meine, guck mal hier. Ich bin jetzt mit dem Sitz natürlich nach ganz hinten gefahren, ja. Aber ich habe wirklich viel Platz. Mhm. Die Beine sind relativ weit oben, was aber, glaube ich, auch normal für so ein Elektro ist. Ja, aber nicht außergewöhnlich weit. Ja. Aber es ist auf jeden Fall wirklich sehr viel Platz. Und selbst wenn ich, guck mal, ich fahre hier mit der mittleren Bank vor, selbst wenn ich weit nach vorne fahre und dadurch noch mal ordentlich was beim Kofferraum dazu mache, kann ich immer noch hier sehr komfortabel sitzen. Also die Beine gehen dadurch natürlich weiter hoch, aber da könnte ich mir sogar bisschen weitere Fahrten mit vorstellen, muss ich sagen. Mein Eindruck genauso. Ich habe ja normalerweise auch auf der Rückbank steige ich immer schon so mit eingezogenem Kopf ein, weil man irgendwie da oben angeht. Aber natürlich für mich eigentlich überhaupt kein Problem. Und für mich tatsächlich auch nicht. Also ich meine, ist natürlich wie immer eng, aber... Vielleicht ein Wort zur Ausstattung. Ich würde sagen, einfach, solide, modern, klar, oder? Aber auch irgendwie alles, was man braucht. Also hier hat man noch für jede Seite eigene Lüftung. Da unten natürlich die alten USB-Ports. Aber immerhin USB-Ports, also hallo. Also gleich beim Einsteigen, mein erster Eindruck war natürlich vorne auch sehr aufgeräumt. Dieses große Display auf der linken Seite mit den wichtigen Fahreigenschaften und auf der rechten Seite kann man dann durch die Menüs und alle möglichen Einstellungen machen. Am Lenkrad hat es schon eine ganze Menge Knöpfchen, ne? Da muss man erstmal drauf kommen. Ja, und den ersten Knopf, den wir natürlich gesucht haben, ist natürlich als Model 3-Fahrer, sorry, aber wir suchen immer zuerst den One-Pedal-Drive-Schalter. Hier gibt es ja diese Knöpfchen, mit der man die Rekuperation einstellen kann. Hier gibt es den Drive Mode, also da ändert sich natürlich auch schon was. Ich kann eben hier die Rekuperation einstellen und habe dann tatsächlich, wie man da unten sieht, E-Pedal ein oder iPedal. 72 Kilowattstunden Kapazität. Wir haben jetzt 64% der Batterie drin und 234 Kilometer gibt er an. Also es gibt immer die Herstellerangaben, die blende ich euch ein. Diese Angaben beruhen natürlich immer darauf, wer ist zuletzt damit gefahren und auf welche Weise. Deswegen sind die meistens eher ein bisschen niedrig. Kann man jetzt ausrechnen. Dann ergeben sich rein rechnerisch ungefähr 370 Kilometer Gesamtreichweite. Den Bedienhebel, den finden wir an allen unterschiedlichen Orten, gibt es hier. Rückwärtsgang mit Kamera, wie man hier deutlich sehen kann. Ja, wir schauen mal, ob wir hier schnell fahren können. Ich gehe mal aufs Gas und auf geht's. Ja, solide.
glaube 185 ist die Spitzengeschwindigkeit. Die Straße ist schön frei. Ja, ja, das ist der Spurhalteassistent. So. Okay, klettert weiter. Gut, hier hört er auf. Ging gut, ging mühelos. Also, er ist jetzt keine Beschleunigungsmaschine wie meinetwegen Ford Mustang oder die Teslas oder ein Porsche Taycan natürlich. Ich mit 8,5 Sekunden von 0 auf 100 ist natürlich auch eher behäbig, aber solide, macht was er soll und ja, Höchstgeschwindigkeit erreicht. Also kleiner Nachtrag noch zum Kofferraumtest. Ein Frunk vorne gibt es nicht. Hinten gibt es noch ein kleines schmales Fach unter dem Kofferraumboden, aber ich glaube, dass der Kofferraum insgesamt schon ordentlich groß ist, da passt einiges rein. Mein designbewusster Sohn hat gerade noch eine nette Kleinigkeit entdeckt. Man kann natürlich das Display auch auf weiß umstellen. Das passt natürlich viel besser zum weißen Rand und ja, sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Es gibt dieses Interieur ja in weiß und in schwarz und deswegen haben wir uns ein bisschen gewundert, warum das bei diesem Auto jetzt weiß ist. Bei schwarzem Interieur hätten wir uns auch anders vorstellen können. Was ist das Fazit nach dieser ganz kurzen Fahrt? Ein extrem interessantes Auto, muss ich sagen. Es ist gut für Leute, die, sagen wir mal, zu 14 in der Familie, auch große Kinder haben wie ich, viel transportieren möchten und viel Flexibilität wollen vor allem. Es gibt viele Ausstattungsvarianten, die wir natürlich jetzt nicht testen konnten. Es gibt zum Beispiel auch ein Solardach, was noch für die Klimaanlage oder für die Batterie eben Energie holt im Sommer. Die Rückbank ist nicht nur verstellbar, sondern kann auch elektronisch verstellt werden. Also so gibt es wirklich verschiedene Möglichkeiten, sich das Ding zusammenzustellen. Das hier hat 72 Kilowattstunden Batteriekapazität und einen Motor und ist deswegen das reichweitenstärkste mit 480 Kilometer Reichweite. Es gibt auch eine kleinere Batterie, um die 50 Kilowattstunden und es gibt dieses auch noch mit zwei Motoren und hat dann entsprechend, ich glaube, eine Beschleunigung von 5, irgendwas Sekunden, also mehr Beschleunigung. Ich finde, das geht voll in Ordnung, die Reichweite, vor allem auch, weil man sehr schnell laden kann. Bis 220 Kilowatt kann man laden am Schnelllader. Bei der etwas langsameren Ausführung gibt es dann nur 180, aber das ist doch auch schon im Vergleich zu einigen, was so auf dem Markt ist, ganz schön schnell. Also, für mich ein tolles Auto, ein überraschendes Auto, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Für alle, die Platz brauchen, die lange Strecken auch fahren wollen, die Familie haben super geeignet. Gebt mir unbedingt ein Like bitte für dieses Video. 85% von euch abonnieren meinen Kanal nicht, aber schauen die Videos. Das geht doch nicht. Bitte jetzt klickt den Knopf und abonniert mich und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer dieser Dad.